So, und hier ist Elise, 32. Guten Morgen, Elise. Hallo, Domian. Hallo, Elise. Schön, dass ich dich mal am Telefon habe. Ich wollte dir mal erzählen, was ich beruflich mache und welchen Einfluss du eigentlich darauf hattest, sozusagen indirekt. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich 15, 16 war, also ich weiß nicht, wann die Sendung angefangen hat, habe ich immer nachts heimlich deine Sendung geguckt, weil meine Eltern wollten eigentlich, dass ich schlafe. Und habe immer gedacht, ja, was will ich denn mal werden und was will ich werden? Und ich fand immer so spannend, wie du das mit den Leuten gemacht hast, und das hat dich immer so bewundert und du hattest immer so Ideen und hab dann gedacht, eigentlich ist das vielleicht auch was für mich in die Richtung. Und hab dann Psychologie studiert. Ach, das ist ein Ding. Ja, und hab deine Sendung eigentlich durchgehend geguckt bis jetzt. Ja. Danach habe ich eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht, habe viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, habe jetzt eine Praxis seit 3 Jahren in Berlin und wollte dir das eigentlich mal mitteilen, weil ich gedacht habe, ich gucke das seit Jahren und rufe eigentlich nie an. Weil ich immer denke, ja, was soll ich da jetzt erzählen, auch wenn ich mal ein Thema hätte. Aber das wollte ich dir mal gerne mitteilen und ich finde, du machst das echt toll. Also das ist natürlich ein großes Kompliment, wenn du das als Psychotherapeutin auch sagst. Und finde ich super, super schräg, wenn unsere Sendung dich animiert hat oder auf die Idee gebracht hat, eventuell in einen solchen oder ähnlichen Beruf zu gehen. Ja, weil ich habe immer so schon mit 16, ohne zu wissen, was jetzt man da macht, aber immer gedacht, ja, was erzählen die Leute für abgefahrene Sachen und was macht man da? Und das Gespräch ist ja so ganz kurz und ich weiß, da ruft deine Psychologin manchmal zurück und dachte, es wäre spannend, da was drüber zu wissen und dann ja mehr darüber sagen zu können oder mehr da machen zu können. Und inzwischen bin ich natürlich lange schon da drin und guck aber immer noch deine Sendung, also immer durchgeguckt. Nicht jeden Tag, trotz aber regelmäßig. Später Stunde. Damals, als du angefangen hast zu gucken, ihr seid ehrlich, was hat dich mehr interessiert? Die Sexgeschichten, die damals noch sehr, sehr krasser waren als heute? Oder dann eher die Schicksalsgeschichten? Ach, also damals vielleicht die Sexgeschichten noch nicht so, weil ich war noch ein bisschen jung eigentlich. Ja. Später vielleicht ein bisschen mehr, aber so diese, da hat mal irgendjemand, ich weiß nicht wann das war, vor Jahren, hat jemand angerufen, der irgendwie erzählt, er hätte mehrere Persönlichkeiten. Ja, multiple erkrankte Personen. Genau, ja, ja. Inzwischen heißt das ja dissoziative Störung. Genau. Multiple darf man nicht mehr sagen. Aber jetzt muss ich auch mal was sagen, was ich weiß. Ne? Ach, das darf man nicht mehr sagen, das wusste ich gar nicht. Also nicht da dürfen, aber nach dem Klassifikationssystem heißt das jetzt dissoziative Störung. Ich glaube, ich sage es hier noch in der alten Version, dann versteht man es eher genau, ein bisschen besser. Man das. Ja. Aber das hat mich, da war ich noch irgendwie am Anfang des Studiums, ich weiß nicht mehr, aber das hat mich extrem beschäftigt, ob der lügt, ob das sein kann, weil man sieht das in der Praxis oder in der Psychiatrie auch so selten. Hat mich damals, also muss ich ja sagen, uns hier und meinen Mitarbeitern mich auch extrem beeindruckt. Ja, es war verrückt, oder? Dass jemand viele Persönlichkeiten in sich hat und in diesen Persönlichkeiten hin und her switcht. Genau. Auch im Sprachduktus und in der Stimme, in Stimmlage. Genau. Das war wirklich Wahnsinn. Genau, das hat mich, also solche Geschichten haben mich doch mehr noch mitgenommen oder mit interessiert sozusagen. Ja. Und habe dann angefangen, darüber auch so zu lesen, bevor ich studiert habe. Ja, und jetzt bist du eine fleißige Psychotherapeutin in unserem schönen Berlin. Ja, in Berlin, genau. Und ich komme auch oft nach Köln, da habe ich viele Psycho-Freundinnen sozusagen, die das Gleiche machen und die immer sagen, was, du guckst immer noch Domian? Und ich denke, natürlich, also ich hoffe, du machst das noch ganz lange. Ja, ich hoffe auch, also solange das Publikum mich will, solange mein Sender mich will, solange ich fit und gesund und neugierig bin, bin ich sehr, sehr gerne hier und mache das wirklich ausgesprochen gerne. Okay, ich sehe die Schrift jetzt. Ja. Ich wünsche dir noch Elise. Viele, viele, viele tolle Sendungen. Mach weiter. Dankeschön bitte. Und viel Erfolg in deinem Beruf weiterhin. Danke. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss, mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Tarke und wir melden uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer, auch wieder mit einer freien Themennacht und jetzt